Wollen die Rote Boiler die alten KZs wieder eröffnen? Was ist in letzter Zeit hier los? Werden die Leute immer verrückter? Hey Leute, die Entrüstung für Loretta, die in einem Gymnasium von Polizisten aus dem Unterricht geholt wurde, ist noch nicht ganz abgeklungen. Da kommt schon wieder der nächste Fall, in dem Schüler politisch beeinflusst werden. Am Rote-Boiler-Löchnitz-Gymnasium ereignete sich ein Vorfall, der vor Aufsehen erregte. Ein Lehrer hielt eine Doppelstunde im Fach Gesellschaftskunde, in der er über Straflager für Mitglieder der AfD sprach. Die Äußerungen des Lehrers führten zu heftigen Diskussionen und Kontroversen. Der Lehrer erwähnte während des Unterrichts die Idee von Straflagern für AfD-Mitglieder. Diese Aussage wurde von einigen als politisch voreingenommen empfunden und löste eine Debatte über die Neutralität von Lehrern an Schulen aus. Es wurde darüber diskutiert, ob Lehrer ihre persönlichen politischen Ansichten im Unterricht äußern sollten oder nicht. Lehrer sollten in der Regel politisch neutral sein, um eine ausgewogene Bildung zu ermöglichen. Die Diskussion darüber, ob der Lehrer seine persönlichen Ansichten im Unterricht einbringen darf, ist ein wichtiger Aspekt in der Bildungspolitik. Die Lehrkräfte haben den Auftrag zur Demokratiebildung. Und gerade wie die Sache jetzt hier, oder was letztens mit der Schulung, mit der Schülerin war, das ist doch keine Demokratiebildung. Die Leute werden eingeschüchtert. Habe ich jetzt letztens auch noch einen Tonmitschnitt gehabt von einer Unterrichtsstunde. Da hat auch ein Lehrer, da hat ein Schüler irgendwas für der AfD gesagt oder so. Da ist der Lehrer ausgerastet, hat die angebrüllt. Das geht doch gar nicht. Wir wollen diesen rechten, braunen Dreck hier in unserem Staat nicht haben. Und ja, anders kann man das nicht bezeichnen. Und man muss sich dafür schämen, dass es Leute gibt, die dieses braune Gesindel von AfD wählen. Aber die Leute sollen eine eigene Meinung haben. Das hat mit meinem irgendeinem... Wie oft denn noch? Meine Freiheit hat ihre Grenzen, mein Junge. Sag mal, was hast du eigentlich getrieben, um in die 9. Klasse zu kommen, wenn dir das immer noch nicht klar ist? Das ist gefaselt, pubertärster Art. Ja, das ist aber meine Meinung. Irgendwann endet die individuelle Meinung und Meinungsfreiheit. Wenn du mit der Kalaschnikow durch die Königstraße läufst oder einfach mal in die Schaufenster reinballerst, nur weil ich dich danach ein bisschen lockerer fühlst, dann fällt das nicht mehr unter eigene Meinungsfreiheit. Und in Zukunft hältst du die Klappe, wenn du nicht gefragt bist. Ich fass es nicht. Wir sind an einer historisch entscheidenden Stelle. Bleiben wir ein zivilisierter, kultivierter Rechtsstaat oder werden wir eine braune Suppe? Lehrkräfte haben den Auftrag zur Demokratiebildung. Sie sollen Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, kritisch zu denken, verschiedene Perspektiven zu verstehen und demokratische Werte zu schätzen. Lehrkräfte sollten keine politische Werbung oder gar Indoktrinierung betreiben. Insbesondere populistische und extremistische Positionen sollten ausgeschlossen sein. Ja, das geschah am 6. Februar 2024, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Forderung eines Lehrers, Straflager für AfD-Mitglieder zu schaffen, ist äußerst kontrovers und wirft wichtige Fragen auf. Lehrerinnen und Lehrer sollten im Unterricht politisch neutral sein und keine persönlichen Ansichten propagieren. Der Beutelsbacher Konsens legt fest, dass Lehrkräfte gegensätzliche Meinungen darstellen sollten, ohne zu indoktrinieren. Meinungsfreiheit. Lehrer haben das Recht, sich politisch zu äußern, solange sie dies als ihre persönliche Meinung kennzeichnen.
ist jedoch wichtig, dass solche Äußerungen nicht die Grenzen der Legitimität überschreiten. Das könnte schon knapp werden bei der Sache. Kontext und Verantwortung. Aussagen über Straflager sind äußerst ernst und sollten mit Bedacht gemacht werden. Lehrer tragen eine besondere Verantwortung, da ihre Worte Einfluss auf Schülerinnen und Schüler haben können. Politische Debatte. Das politische Klima ist gespannt und Diskussionen über Parteien und ihren Ideologien sind allgegenwärtig. Lehrer sollten dabei stets die Balance zwischen Meinungsfreiheit und Verantwortung wahren. Es ist wichtig, dass solche Vorfälle transparent untersucht werden, um die Integrität des Bildungssystems zu wahren und die demokratische Erziehung zu fördern.